Hallihallo, ich bin gerade auf dem Weg zum Stall und wollte euch heute mal unsere Putzroutine zeigen, da ich ja momentan noch nicht so wirklich reiten kann. Und zeige euch, welche Bürsten ich benutze, wie ich hier Foxy putze und ich wünsche euch viel Spaß. Momentan beginne ich meine Putzroutine eigentlich immer mit der Magic Brush, um den groben Dreck rauszukriegen und schon auch etwas Staub. Und damit putze ich eigentlich das gesamte Pferd, den Körper, die Beine und gehe auch schon mal gerne grob durch die Mähne und durch den Schweif. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich meinen linken Arm so komisch halte, das ist immer noch wegen dem Sturz, bei dem ich mir ja leider das Schlüsselbein gebrochen habe. Deswegen kann ich den linken Arm immer noch nicht so ganz einwandfrei benutzen. Hier, die nehme ich hauptsächlich, um nochmal durch die Mähne und den Schweif zu gehen und die Beine vom Foxy vom Dreck zu befreien. Ich benutze diese Bürste meistens nicht für den Körper, da der Foxy relativ empfindlich ist und ihn das ziemlich kitzelt oder piekst oder was auch immer. Auf jeden Fall kann das nicht sonderlich leiden, damit am Körper geputzt zu werden. Als nächstes benutze ich nun eine ganz normale Mähnenbürste, um die Mähne zu bürsten. Normalerweise würde ich auch den Schweif bürsten, aber da der am Vortag erst ordentlich eingeflochten wurde, habe ich den dieses Mal nicht mitgeputzt. Als Mähnenspray benutze ich kein richtiges Mähnenspray, sondern so eine Sprühkur von Glisskur für Menschenhaare. Die wirkt richtig super. Der nächste Schritt ist nun die Kadetsche. Wie man hier sieht, könnte die auch mal wieder eine Reinigung vertragen. Aber das wird im Frühling gemacht, wenn der Fellwechsel durch ist, damit es sich dann auch erst richtig lohnt. Zum Saubermachen der Augen und der Nüstern vom Foxy nehme ich einfach irgendwelche Babyfeuchttücher. Das waren jetzt welche vom Rossmann. Wichtig ist, wenn ihr nur ein Tuch benutzt und nicht mehrere, dass ihr erst die Augen sauber macht und dann die Nase, damit ihr nicht aus der Nase irgendwelche Krankheitserreger in die Augen reinreibt.
Hier mache ich nun etwas Möhrchengymnastik mit dem Foxy. Das mache ich gerne, wenn ich mit ihm gearbeitet habe und dann geputzt habe und er so ein bisschen warm ist von der Muskulatur her, dass er sich so ein bisschen biegt und dehnt. Gerade jetzt, wo ich ihn nicht reiten kann und auch deswegen nicht gymnastizieren kann, ist das eine gute Möglichkeit, um ihn schön locker und geschmeidig zu behalten, besonders in der Halsmuskulatur. Und hier seht ihr eine kleine Spielerei, die ich ihm beigebracht habe, auf Kommando den Kopf zu schütteln. Seht ihr dann nochmal den eingeflochtenen Schweif vom Foxy. Das hat die liebe Lisa, die Reitbeteiligung von Beethoven, für mich gemacht, da ich mit meinem Arm noch nicht so gut einflechten kann. Und ja, deswegen habe ich ihn einfach eingeflochten gelassen. Schweif jedoch nie länger als 3 Tage eingeflochten, ohne ihn dazwischendurch durchzukämmen, um Haarbruch zu vermeiden. Abschluss kriegt der kleine Stinker natürlich auch noch eine Kleinigkeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr mögt, könnt ihr mich hier auf diesem Button gerne abonnieren. Und ja, bis zum nächsten Video.